Guten Morgen. Wer früh aufsteht, kommt früh an. Wo wollen wir denn hin? Fahre zum schrägen Fantreffen nach Konstanz. Na also, geht doch. Ja, das ist schräg. Wir sind on the way. Wohin? Zum Supercharger Sulz-Föhringen. Erster Stopp. Und wann wollen wir dort ankommen? Genau um 8 Uhr. Das passt ja auch. Und dann geht's weiter. On the way, natürlich mit Autopilot, und deshalb kann ich euch hier nochmal kurz zeigen, worum es geht. Ja, wir machen einen Zwischenstopp in Sulz-Föhringen, kommen dort mit 35% an. Und mein Highlight hier in den Tesla-Fahrzeugen ist ja immer diese schöne Ansicht hier über den Tripverlauf. Ja, da sieht man nämlich super, wie der Burndown ist, wie das Auto runterbrennt, den Akku. Da kann man gut kontrollieren, ob das klappt. Eigentlich wollen wir ja weiter nach Konstanz und das ist vermutlich zu weit. Nee, müsste eigentlich fast gehen. Navigiere zur Konstanz. Na, schauen wir uns das mal an. Ja, navigier mal dahin und zeig mir mal, wie du dort ankommen würdest, wenn ich jetzt nicht zwischenlade. Kalkulation 6. Seht ihr, 6%? Nein, wir müssen ja auch wieder zurück. Also wäre es natürlich sinnig, da mal zwischenzuladen oder nicht nur mit 6% dort anzukommen. Deshalb fahren wir jetzt erst nach Sulz-Föhringen. Fahre zum nächsten Supercharger. Das ist natürlich jetzt irritierend. Sulz-Föhringen. Okay. 35%. Super, echt nichts los hier heute Morgen. Wir sind beim Stuttgarter Flughafen, seht ihr da drüben. Kommen wir gut durch und pünktlich an. Auf der Gegenfahrbahn ist allerdings etwas, oder? Fährt zumindest ein Polizeiwagen. Wir sind auf halber Strecke jetzt auf der A81 und wir könnten ja mal gucken, wie unser Burndown ist. Ja, ideal Burndown, weil Geschwindigkeitsbegrenzungen und heute Morgen keine Hindernisse. Bisschen weniger oder knapp drunter. Können wir auch noch mal erhöhen und immer mal ein bisschen Strom geben, vielleicht nachher noch auf freier Strecke. Aber auch hier im Moment wieder eine 100er Zone, kurz vor Böblingen, Sindelfingen, vor Daimler sozusagen. Da kommen die ganzen Mercedes-Autos her hier aus der Region Baden-Württemberg. Da wir ja zum Supercharger offiziell fahren im Navi, macht er auch die Supercharger-Vorkonditionierung des Akkus jetzt an. Wir werden dort irgendwie mit 30% ankommen. Ja, mal schauen, was wir da für eine Ladeleistung kriegen. Vielleicht brenne ich ihn auch noch mal ein bisschen weiter runter. Da vorne kommt nämlich eine Strecke, wo keine Geschwindigkeitsbegrenzung ist. Letzte Möglichkeit, das Performance-Modell hier auszuprobieren. Ja, was machen wir überhaupt? Heute ist die Rückgabe von dem White Tesla, white-tesla.com, aus Konstanz an den Christian zurück. Und wir haben dann gesagt, wir machen dort ein kleines Fantreffen, auch schon vorher am Sulz-Föhringer Supercharger. Und dann hoffentlich komme ich dann auf der Rückfahrt tatsächlich zu meinem neuen Model 3, Standard Range Plus, blau. Ja, das sehen wir dann vielleicht am Schluss der Sendung. Man sieht das hier auch sauber an den Pünktchen rechts und links, dass der Akku noch nicht ideal auf Temperatur ist. Und das kriegen wir hoffentlich jetzt hin noch. Ja, es ist möglich, durch schnelleres Fahren von der Linie abzuweichen. Das seht ihr es. Und jetzt mal die Verbrauchskurve dazu, genau für die letzten 25 Kilometer. Ja, da habe ich es mal versucht zu gucken, wie die Höchstgeschwindigkeit ist. Nee, doch zu dichter Verkehr. Trotz allem heute Morgen hier 220, sowas haben wir mal im Peak. Aber da sieht man das jetzt schön, was passiert. Und da hinten tatsächlich haben wir jetzt eine Abweichung. Wir werden irgendwie mit 31% ankommen. Und vermutlich auch ein bisschen zu früh. Genau, hat uns 3 Minuten jetzt gebracht. Nee, Rasen bringt einfach gar nichts. Das ist, glaube ich, erwiesen inzwischen, oder? Hallo Jerome, wir sind auf Höhe Horb am Neckar. Ja, auch dieses Jahr wird es wieder das große Fantreffen in Horb geben. Aber jetzt fahren wir erstmal woanders hin. Wackel, wackel. Ja, mehr als 150 geht in dem Tempomaten nicht, aber das ist schon ganz schön schnell. Wo ist überhaupt der Supercharger? Zeige Rückkamera. Aha. Ja, die Satellitenview ist immer sehr gut geeignet, um aufzuzeigen, wo die Ladestores stehen.
Ja, Sulzföhring ist das nicht so, brauchen wir das eigentlich nicht, da sind wir schon so oft gewesen. Aber wenn man an fremde Supercharger kommt, ist tatsächlich das Satellitenbild manchmal ganz hilfreich, um rauszubekommen, wo hier die Stalls sind, also die Ladestationen vom Tesla. Weil hier an so einem Rasthof gibt es ja haufenweise Sachen. Ja, hier ist nämlich auch eine Ladestation hier ganz vorne. Aber da ganz hinten, da sind die Supercharger. Ist eigentlich gar nicht so wenig belegt heute Morgen. Sind die anderen Kollegen schon da? Muss ich mich dazwischen quetschen heute? Ja gut, das hat jetzt auch zur Folge, dass ich vermutlich nicht die höchste Ladeleistung bekomme. Das werden wir gleich sehen. Öffne Ladeanschluss. Einige Sachen gehen ja doch, ne? Die Stalls werden ja hier geteilt, falls zwei Autos nebeneinander stehen. Es soll aber jetzt eine etwas gerechtere Teilung eigentlich geben. Schauen wir mal, die Kollegen sind nämlich auch gerade erst gekommen. Ja, 35 Minuten bis... Was habe ich da? Was habe ich denn da eingestellt? Ich wollte eigentlich bis hier, ne? 90%. Ja, dauert tatsächlich zu lang. Aber bis 80% klappt das wohl in der halben Stunde, die wir uns ja hier gesetzt haben. Zum... Laden. So. 35, genau. Stimmt nicht ganz mein Limit. Ne? So. Ja, bleibt bei 35. Es fährt, glaube ich, keiner weg. Von daher bleibe ich mal hier stehen. Ah, daher kam das hier mit den 80%. Oh, da ist schon jemand. Ja, es sind doch schon ein paar Fans da hier. Und das hier, den Kollegen lernt ihr noch mehr kennen, das ist der Jürgen. Der darf nämlich gleich mal ein bisschen fahren. Und wer ist das? Frank aus Esslingen am Neckar. Der Frank Uwe eigentlich, ne? Der Frank Uwe, genau. Um ja. uns besser zu unterscheiden, der Frank Uwe, genau. Und beachte den Porto-Look mit den Kettens. Genau, ja, das habe ich mir auch schon mit gewundert. Deshalb dachte ich, ihr kommt aus demselben Auto. Aber wir fahren ja nachher zusammen zurück, ne? Genau. Weil ich kann ja nicht mehr zurückfahren. Ich muss ja das Auto abgeben. Ja, oh, Performance-Modell hier, das Schöne. Muss ich abgeben. Könnte sein, dass es nachher einen blauen Standard Range Plus gibt. Oder? Ja, ne? So sieht es dann aus. Habe ich ja gestern schon angeguckt. Ja. Sehen wir dann am Ende des Videos vielleicht. Ja, Sulzföhringen bringt hier nicht die volle Leistung, aber ich bin ja im Sharing, weil da hinten war es wohl aber auch nicht viel besser. So, wir stehen hier die halbe Stunde und dann geht's weiter nach Konstanz. Ich checke am besten schon mal die Zieladresse und der Jürgen, der fährt im Moment noch Verbrenner, will aber umsteigen, der darf dann ein Stück fahren hier in dem White Tesla. Auch hier sieht man, man kann zu weit nach hinten fahren und dann den Pfosten hier fast umfahren, geht auch. Ja, und bei den gescherten Stalls wird dann automatisch auf 80% gesetzt. Da kommt das her. Wir kriegen hier unsere H62. Ne? Hat er eigentlich hier das noch gemerkt? Nee, leider ist mein Trip weg. Aber der Verbrauch, der ist noch da. So, die neben mir fahren weg. Und ich checke mal, ob irgendwas passiert. Ja, guckt hier. Jetzt klappt das auch. Wir kriegen etwas mehr. Und 20 Minuten bloß noch. Aha. Ja, der Frank Uwe, der ist auch schon da, ja, und mit seinem Standard Range Plus. Der ist allerdings schon über 90% jetzt und daher kriegt er nicht mehr so viel. Aber ich bin ja hier im Idealbereich und da sieht man jetzt, was dann doch geht. 120 sollten immer gehen, sag ich. Ab 50% läuft es dann eh runter. Ja, mehr geht ja an den Superchargern hier im Moment nicht so. Sulzföhringen, ich weiß gar nicht, was der für eine Ausstattung hat gerade. Ja, 150 sagen sie, alles auch auf CCS und es kostet Geld. Ja, hier sieht man während des Ladens auch, was es schon gekostet hat. Weil Superchargen ist jetzt nicht mehr free. Wenn ihr ein neues Auto bestellt, könnt ihr das mit meinem Referral-Link machen und dann kriegt ihr 1500 Kilometer kostenloses Superchargen dazu. Ja, das ist dann noch einziger Anreiz im Moment bei Tesla. Jetzt kann ich das Limit auch wieder auf 90 setzen, weil wir ja ein bisschen Zeit haben noch. Obwohl, wir wollen um 9.30 Uhr hier wieder wegfahren. Auch der Weg nach Konstanz ist heute frei. Wir wollten irgendwie so um 9.30 Uhr dort sein beim Christian zur Übergabe noch und dann zum Treffpunkt fahren. 9.11 Uhr, also wir können hier noch etwas laden, sind voll im Plan. Super Sache. Und jetzt sieht man übrigens auch, wenn man hier die Energieanzeige, den Trip wieder sich holt, mit was man dann dort ankommt. Und da wären wir jetzt auch irgendwie schon wieder im orangenen, gelben Bereich. Können wir also noch ein bisschen laden, dass wir dort nicht ganz so bei Null ankommen, in Anführungszeichen. Ah, 20% ist eigentlich ausreichend. Gut frequentiert, da kommt schon wieder jemand aus Ulm. Mal schauen, wer das ist. Ja, jetzt sind die natürlich auch am Rüssel und das heißt wieder, wir sind wieder limitiert. Aber ich kriege jetzt ein bisschen mehr, weil ich ja vorher da war. Hahaha. Okay, aber
arg toll ist es natürlich jetzt im Moment nicht. Wir sind eigentlich wieder auf 80%, das hat er aber diesmal nicht gemacht. Also funktioniert nicht so hundertprozentig hier. Ja, man kann das dann doch von Hand wieder auf 90 setzen. Wir haben noch irgendwie 15 Minuten Zeit. Ja. Dann machen wir uns das Limit halt wieder auf 80 runter. Wir sind ja nicht so. Das sind ja die 15 Minuten. So, wir sitzen neben bei Tesla. Der Jürgen hat sich schon eingerichtet hier und fährt jetzt mal ein Stück, weil er ist vor der großen Entscheidung, ein E-Auto zu kaufen. Aber er ist schon in Richtung Tesla, ne? Unterwegs, ja, genau. Das schon. Und nur noch Überlegung, Standard Range Plus oder Long Range oder Performance oder irgendwas. Jetzt kann er mal das höchste hier Long Range mit Performance testen. Kurzes Stück auf der Autobahn mal fahren und dann mal schauen, ob er dann am Ende des Tages eine Entscheidung getroffen hat. Er hat doch immer vorhin auf dem Kona hier geliebäugelt oder ein e-Niro oder irgend sowas, ne? Ja. ID3 ist, glaube ich, schon abgeschrieben. Genau. Anhängerkupplung geht nicht mehr oder im Moment nicht. Ja. Ja, also es sind schon verschiedene Anforderungen an das Auto. Da schauen wir mal, was du für einen Fahreindruck nachher hast. Okay, wir haben 82% jetzt hier noch reingekriegt. Schalten wir das Display um auf Distanz. Das sagt das Auto, das wären fast 400 Kilometer. Das stimmt natürlich nicht. Aber bei moderater Fahrweise sollte das dann auch rauskommen. Moderat heißt eher nicht auf der Autobahn und vielleicht nur 100 auf der Autobahn. Gut, also machen wir wieder auf Energie zurück. Und wir fahren jetzt erstmal Konstanz Stadtmitte zum Christian und dann Konstanz Stadtmitte zu den Stadtwerken. Leider können wir nicht warten, bis der Steven hier ankommt. In 10 Minuten kommt er. Ja, wir sehen uns dann dort. Jetzt fahren wir erstmal ein Stück. So Jürgen, was sagst du hier? Erster Eindruck. Ich bin begeistert. Oh, super. Echt begeistert. So muss sein. Immer die Leute fahren lassen und dann ist die Entscheidung meistens gefallen. Jetzt ist bei dir nur das Problem, Performance-Modell, Long Range, das wäre natürlich das Allerteuerste. Performance nicht. Nur entweder Long Range oder Standard Range, aber ich tendiere eher zum Long Range-Modell. Ja, wir haben es gerade diskutiert. Gerade überlegt hier von Supercharger Sulzföhringen bis Konstanz rein und wieder zurück, würde das Standard Range Plus gerade gut schaffen bei normaler Geschwindigkeit. Sonst muss man sich schon ein bisschen zurückhalten, falls man in Konstanz noch größere Schleifen fahren will. Jürgen macht auch gleich mal der Autopilot-Test hier. Wir haben ja nicht das volle Paket, aber adaptiver Tempomat und Lenkassistent tut natürlich. Das muss man selber überholen. Und dann kann man ja wieder sich einfädeln und das Auto wieder fahren lassen. Ja, da hinten wird es etwas heller. Ich hoffe, dass wir noch ein bisschen besseres Wetter kriegen. Vielleicht ein bisschen Sonnenschein sogar. Also das ist genial. Der adaptive Tempomat da. Kurzer Fahrerwechsel nochmal. So, was sagst du? Begeisterung. Kaufen. Kaufen, ja genau. Kaufen, kaufen, kaufen. Ja, das ist ein ganz toller Aussichtspunkt hier eigentlich mit Panoramablick. Wir sehen zwar noch nicht den See, aber Geheimtipp für euch hier kurz vor Konstanz. Da kann man mal hier die Gegend bewundern. Ja, und wir fahren jetzt weiter und übergeben das Auto an den Christian. Ja, wir kommen jetzt zum See hier. Und selbst hier kann das Auto natürlich alleine fahren, deshalb kann ich ein bisschen filmen. Da drüben seht ihr was vom See, weil nachher in der Stadtmitte werden wir nicht mehr viel vom See sehen. Und jetzt sind wir gleich beim Christian. Leider hat die Wäsche hier nichts genützt, ist wieder total dreckig geworden. Stellen wir hier beim Christian vor der Tür. Da kommt er. Hallo. Jetzt machen wir die Rückgabe und immer noch kurz hier gucken, mal, was der für eine tolle Lage hier hat. Hallo. Hallo. So, jetzt übergebe ich dir hier offiziell das Auto, ja, und dann darfst du hier die Verantwortung wieder übernehmen. So machen wir das. Super.
Und da sieht man auch den großen Vorteil, man kann jetzt einfach das Profil umstellen und schon passt dieser Riesenkalle dann wieder ordentlich hier rein. Das stimmt. Und alles müsste sein wie vorher, außer der große Rückspiegel oben, den muss man immer von Hand machen. Ja, das ist der einzige, der händisch zu bedienen geht. Ja, das ärgert mich auch noch. Gibt's aber gar nicht elektrisch. Und wir fahren jetzt zum Treffen. Wir sehen hier gar nichts vom See, müssen wir hier ein bisschen umschalten, dass wir wenigstens das hier auf der Karte sehen. Jetzt fahren wir mal zu den Stadtwerken, bin ja gespannt. Ladesäule soll immer noch nicht funktionieren. Ich nicht? Aber nicht gekennzeichnet in der App. Oder? Mal schauen. Das wäre natürlich cool, wenn sie gehen würde. Christian kennt sich aus, der braucht gar keinen Navi. Boah, wir haben 46. Wir sind ja nur ganz kurz mal ein bisschen schneller gefahren. So, hier ist eigentlich die Ladesäule. Da kommen auch noch welche, genau. Jetzt schauen wir mal, was los ist. Und wer ist das denn hier? Steven von der Tesla Crew. Hey. Und der ist sogar live dabei. Irgendwo. Hey, cool. Super. Stellen wir uns hier mit her, oder? Leider ist Ladesäule hier wohl kaputt, das ist nicht so gut. Oder wir müssen Gas laden hier, Gas tanken. Das geht noch. Immerhin, also hier sind die Stadtwerke, die haben hier tatsächlich eine Gastankstelle und Elektrotankstelle nebeneinander. Und hier Gas ist überdacht, Elektro natürlich nicht. Und so hört sich das an, wenn man Gas tankt. Ist ja cool. YouTuber filmen sich gegenseitig. Ja. Hallo. Anwesend sind. So sieht das aus, auf der anderen Seite vom Bildschirm. Ist ja echt schlimm hier. Wir stehen jetzt irgendwie hier an der Ladesäule, die nicht funktioniert. Und müssen mal gerade überlegen, wo denn alle anderen sind, ob wir hier überhaupt richtig sind. Es sollen auch noch ein paar prominente Leute aus Konstanz kommen. Ich muss sagen, was geht's ab? Geht voll weg. Also gut, keine Spuren hinterlassen hier. Also. Wir haben das Gefühl, dass die neuen Tesla-Sitze etwas anfälliger sind, aber es geht auf jeden Fall zu reinigen mit den, das Einzige, wo mit ich den immer Baby. Hier, ja, an der Seite ist ein bisschen schwieriger. Ja, ob das jetzt Verfärbung ist oder ob das vom Material sich verändert. Das war abgeschabt. Also das sah beim letzten Mal auch so aus bei mir, nach einem halben Jahr allerdings erst. Ja, das sind. Ja, da ist vielleicht schon was drauf. Da musst du mal noch mit was Schärferem probieren. Ja, jetzt sind wir nur mit Babytüchern hier unterwegs. Ja. Weil da hat mir jemand gesagt, das ist auch super. Das funktioniert normalerweise. Aber hier die Fläche ging. Das also geht. Okay. Also Leute, weiße Sitze gehen. Ich will ja endlich mal eine Ausstattung mit Schwarz haben, kriege ich aber nicht. Ich kriege immer bloß weiße Sitze. Ja, aber da siehst du den Dreck nicht. Ja, eben. Hier hinten ist eigentlich der Parkplatz. Da sind noch mehr Leute. Boah, müssen wir mal gucken, nicht, dass die alle auf uns warten. Weil hier ist ja mehr Platz. Da könnten wir uns auch noch mal hinstellen, wenn die Ladesäule eh nicht funktioniert hier. Sehr cool. Genau. So, alle parken jetzt hier um, weil ja die Ladesäule eh nicht funktioniert. Und da hinten sehen wir sogar einen Fahrradständer. Boah, Fahrradständer ist auch immer sowas. Brauche ich auch. Ansonsten, hier sind jetzt auch Schweizer gekommen und die haben auch was Interessantes. Hier, man kann nämlich in der Schweiz das Kennzeichen auch an der Seite montieren, obwohl wir nicht wissen, ob das zulässig ist. Es sieht aber ganz gut aus. Große Frage ist, die weißen Sitze, bringen es die weißen Sitze? Ich wollte eher wissen jetzt, ob Long Range oder Standard Range Plus, aber Innenausstattung ist weiterhin ein Thema, nach der Reinigungsaktion jetzt schon. Und wir haben tatsächlich eine gewisse Auswahl hier. So, die ersten Probefahrten mal hier. Mitfahren im Model 3 und im Model S. Und wir stehen ja noch ein bisschen rum. Die anderen Kollegen gucken nach einer Ladesäule drüben bei Audi. Auch nicht schlecht. Und wir gucken mal hier die Anhängerkupplung an mit Fahrrad. Das ist natürlich auch nicht schlecht hier. Sowas brauche ich auch noch unbedingt. Eindeutig. Sieht immer sehr wackelig aus, aber funktioniert ja scheinbar. Ist ja cool. Dazu brauchen wir aber erstmal eine Anhängerkupplung. Model 3 gibt es ja mit Anhängerkupplung. Kann man aber nicht nachrüsten, muss man bei der Bestellung schon mitnehmen. Da kommt er wieder, der Christian, hier erste Rundfahrt. Mal sehen, was die Leute sagen. Jetzt wollen sie auch alle bestellen oder mieten. Die sollen erstmal mieten hier. Ist ja eine Autovermietung. Erster Fahreindruck hier. Und wie sieht's aus? Was sagt ihr? War super, ja. Model S bin ich schon mal gefahren und jetzt die Entscheidung wird schwerer. Oh, aber auf jeden Fall Tesla. Ja. Da, so weit ist es schon. Ihr könnt wenn das Auto ja mal. Referral-Code hast, ne? Also meiner ist Chris. Dann nimmst du meinen. Oder sein. Ich glaube es. Ja.
Also, der Steven muss auch mal unbedingt Performance fahren. Ich bin noch nie Performance. Noch nie Performance. Also, du, es muss dir aber ehrlich sagen, der Unterschied ist außen. Ja, hier die roten Sättel und dann hast du hier so komische, das ist eigentlich das Wichtige, die Zahnräder da. Das ist die Performance scheinbar. Also nee, drinnen weiß ich nicht, ob man das merkt. Natürlich merkt man das, klar. Aber ob man das braucht, ist die Frage. Was sagst du gerade Standard Range Plus? Was ist da nochmal der Unterschied? Ja, beim Standard Range Plus haben wir jetzt festgestellt, dass die neueren ausgelieferten keine Nebelleuchten mehr haben. Die haben an der Stelle nur Blenden. Das sieht man ja vorne bei dem. Also vorne, Nebelscheinwerfer meinst du? Nebelscheinwerfer. Ja, die Rückleuchte muss ja noch da sein. Muss da sein. Nee, die Nebelscheinwerfer, wo hier das gibt's doch nicht. Die LED drin sind das in dem neuen nur noch Blenden. Das ist ja ein Negativ-Argument jetzt plötzlich. Ab und zu lassen sie auch mal was weg. Ne? Also jetzt lassen wir es weg und das können wir auch nicht per Software wieder reinkriegen. Das kriegen wir per Software schlecht wieder. Wir haben gerade überlegt. Das wird sicher ja, Sitzheizung, noch, Sitzheizung sagst du, komm. Verbaut, ne? Wie ist mit dem Sound? Stand? Sound? Also Sound vom Fußgänger-Sound. Wir wollen ja Fußgänger-Sound. Wir wollen nicht, aber ist da drin? Das wissen wir nicht. Das verbaut ist, ob das nur ein Häkchen ist. In USA gibt es das auf jeden Fall. Das ist schon freigeschaltet, ja. Das ist auf jeden Fall irgendwie unten drunter ist ein Lautsprecher. Da müsste man das mal aufmachen, müsste man mal reinschauen. Man sieht es normal, wenn man hier drunter guckt. Oder so. Ich sehe nichts. Also, keine Ahnung. Würde mich nicht wundern, wenn es verbaut ist. Ja. Bei den neueren sicherlich dann. Siehst du was? Nö. Dreck sehe ich. Dreck. Man sieht normalerweise so ein paar Löcher irgendwo. Ja. Da, wo der Lautsprecher sein soll. Seht ihr was? Ich sehe nichts. Ja, sind doch jetzt einige hier gekommen. Autos angucken, Mietverträge ausmachen. Aber auch hier natürlich Teslas, aber es sind auch einige Leute da, die sich interessieren für E-Autos und das ist ja eigentlich auch hier der Sinn und Zweck so einer Veranstaltung. Auto angucken, mitfahren, selber fahren, das ist genau die Idee. Hunde sind auch dabei. Und YouTuber sind dabei. Und noch bekommt ihr 20% Rabatt bei eurer ersten Buchung hier vom White Tesla. White-Tesla.com beim Christian. Ja, das ist schräg. Ja, das ist schräg. Ich tue das auf WeTransfer. Ist gut. Ja, genau. Hast du meine E-Mail? Hast du, ne? Ich gebe das Ding. Du gibst mir das Kärtchen. Ja, mache ich. Und dann können wir nachher. Wie auf Instagram habe ich schon drauf. Oh, super. Alles live hier. Alle streamen schon und laden alles hoch. Wir warten eigentlich noch auf jemanden. Keine Ahnung, ob der Kollege noch kommt. Auch hier aus Konstanz. Ansonsten, nettes Treffen hier. Ein paar Probefahrten auch gemacht. Ein paar Begeisterte und einige Vermieter auch hier, auch bei mir aus der Gegend hier. Und Steven ist auch noch immer am Filmen, YouTuber bei der Arbeit hier. Seid ihr noch live? Wir sind noch live, ja. Ja, ist auch live hier, live ist alles. Live? Ich bin nicht live, ich bin offline sozusagen. Mit den hellen Sitzen, ist das sehr empfindlich? Wir haben gerade vorhin einen Reinigungstest gemacht und der war erfolgreich mit Baby-Reinigungstüchern. Von daher würde ich sagen, ist nicht empfindlich. Es wird schneller dreckig, aber geht auch gut wieder ja, zu reinigen. Es blendet einen ein bisschen. Also hier seht ihr ja dunkel. Ja, dunkel. Dunkel, man sieht nichts. Ne? Und schönes Holz. Und da drüben alles weiß. Aber vom Reinigen her, also man denkt immer, es wäre irgendwie empfindlicher. Aber ich habe keine, nicht die Erfahrung gemacht. Es geht. Beim Steven gucken wir mal kurz ins Auto, wie er hier seine Aufhängung hat für die Kamera. Kennen wir irgendwo her, habe ich auch so, ne? Der Rest darf ich nicht filmen, das ist nicht aufgeräumt hier drin. Ja, wir diskutieren tatsächlich über Spaltmaße hier und über die Heckklappe, wie die Heckklappe eingestellt werden muss. Das ist jetzt eine original von Owe eingestellte Heckklappe. Deshalb hier seht ihr es, Owe geprüft, deshalb eine Owe-Heckklappe. Das sind so die Sachen, die man dann tatsächlich noch selber machen kann. Die kriegt man leider von Tesla nicht. Ansonsten, das Auto fährt auf jeden Fall, Ladeleistung stimmt und das Ladenetzwerk stimmt und die Performance stimmt. Und über Spaltmaße, ja, da kann man reden.
aber sind die maßgeblich? Ist das Soundsystem maßgeblich? Was ist an den Teslas eigentlich, an den E-Autos eigentlich das Wichtige? Ich sage Akkugröße, Ladeleistung, ja, dass die Autos richtig fahren. Das ist eigentlich das Wichtige. Wie Verbrenner in Anführungszeichen. Ja. Und über Spaltmaße kann man reden, ja. Aber ob die wichtig sind, ist die Frage. Noch kurze Diskussion, was ist in welchem Auto jetzt drin? Seit neuestem gibt es ja nichts mehr. Keinen Teppich mehr und auch keine Haken mehr. Oh, guckt euch das an, keine Haken mehr. Das darf doch nicht wahr sein. Aber da gibt es einen 3D-Druck bestimmt dann, ne? Kann man wirklich nachkaufen als Zubehör. Und hier vorne haben wir auch ein Problem. Nebelscheinwerfer sind auch keine mehr dran. Das ist jetzt hier eine Blende. Ja, normalerweise ist hier ein der Nebelscheinwerfer noch. Schade. Und das hier ist demnächst auch nicht mehr dabei, genau. Camping-Adapter ist jetzt schon nicht mehr dabei. Generell aber nicht, bei allen Modellen. Bei allen meines Erachtens. Genau, bei allen Modellen gibt es auch keinen Teppich mehr. Muss man sich auch immer irgendeinen besorgen hier. Der ist auch nicht mehr dabei. Innen ja auch nicht mehr. Tesla, das ist nicht gut. Und wenigstens anbieten für 20 Euro, dann nimmt es jeder mit. Aber wenn man gar nichts kriegt, das ist schlecht. Ja, schönster Parkplatz. Oh, hier, Prominenz. Und extra für uns gewaschen. Ja, apropos Frank, ne? Hi, extra für uns gewaschen, das ist natürlich super hier. Ich bin der Chris, wir haben... Denkt man nicht, dass es dieselbe Farbe ist. Ja, das ist vernünftig mit dem. Das ist vernünstig mit dem Waschen. Ja, schwarz muss man waschen. Dieselbe Farbe, das denkst du nicht. Ja, ihr seht also jetzt hier genau die volle Prominenz, alle da. Und in schwarz gewaschen sieht er ja wirklich gut aus, ne? Gewaschen zu ungewaschen jetzt hier. Da seht ihr richtig mal den Unterschied. Ja, das ist doch ein schönes Bild hier, jetzt noch mit der Prominenz aus Konstanz. Und deshalb sagen wir jetzt hier auch mal Tschüss fürs Treffen. Wir fahren dann auch so langsam zurück. Müssen wir mal kurz noch was fragen hier. Ja. Warum heißt dann dein Kanal Diesel Dad? Das ist jetzt aber eine schräge Frage, würde ich mal sagen. Nee, das heißt gar nicht so. Aber wenn man so erstmal so drüber liest, dann denkt man ja, ne, das heißt Diesel Dad. Also, ist ja gar daran so. Merke ich schon auch, wie alt meine Zuschauer sind. Ja, ne? So eine leichte Schwerhörigkeit scheint schon vorhanden zu sein. Mein Kanal heißt natürlich Dieser Dad. Dieser, ja. Und das liegt daran, weil mein Sohn, der ja YouTuber ist, heißt Dieser Oscar. Genau. Und deswegen heißt auch dieses Auto Dieser Tesla und unser Podcast Dieser Podcast und diese Mama heißt diese Mama. Das ist es. Seht ihr, also nicht mehr verwechseln, ne? Nee, das ist nicht dies irgendeiner, sondern eben dieser. Sein, ne? Ja, du bist ja eigentlich auch gar kein... Diese leisen Autos immer. Ich finde, die sollten auf jeden Fall, also so ein Hufgetrappel oder sowas müssten die erzeugen. Und unter 30 Stunden... Lass mal hier den Steven seine Testfahrt in der Form gefährlich. Genau. Unverschämtheit. Nee, also, so. Du bist eigentlich gar nicht der E-Auto-Experte, ne? Du bist da so reingerutscht, ne? Total, ja. Weil ich mir halt eins gekauft habe. Also genau, du bist eigentlich Musiker. Ach, Gott. Hast viel Zeit? Habe ich so das Gefühl manchmal? Für Videos? Ja, naja, nee, das kann man so nicht sagen. Das ist ja teilweise, das ist eigentlich mein Beruf. Also ich bin Ende des Jahres geht auch. Ich bin dann aber Moderator, mache Shows für Unternehmen, auch Videoproduktionen für Unternehmen. Also letztendlich ist mein Beruf, besteht darin, interessante Inhalte dann deshalb auch die gute Qualität, ne? Boah, ja, wobei, muss man schon sagen. Die habe ich von meinem Sohn gelernt und die muss man noch ein bisschen verbessern. Also ich kann schneiden, ich habe ein Rhythmusgefühl und ich verstehe, was wir moderieren, aber manchmal bin ich mit meinem, also ich bräuchte eine teure Kamera, aber so viel verdient man ja. Genau. Ja, nee, aber schön, dass wir uns hier getroffen haben. Ja, total. In deiner Heimatstadt natürlich hier, ne? Das ist Heimspiel. Ja, schön. Ich fand es toll, dass du hier so viele, ich weiß nicht, ob Konstanz schon mal so viele Model 3s gesehen hat. Nee, das nicht, ne? Aber da steht ja so ein Toyota. Ja, was macht der denn da? Der hat gar kein E-Kennzeichen. Aber der, ach nee, nicht mal mehr. Ja gut, dann das vergessen. Es waren noch andere noch da. Nee, es ging ja auch darum, dass ein paar Verbrennerfahrer mal hier E-Mobilität erleben können, angucken können. Oder vielleicht auch ein Auto mieten, ne? Ich bin kürzlich, hatte ich eine Beifahrerin, die wollte auch mal so, und das ist natürlich immer schön. Was in den Videos passiert, das kannst du ja wirklich machen. Du fährst mit der 10 Minuten rum, beschleunigst alle 2 Minuten. Es gab nur einen mal kurz und dann jedes Mal. Danach willst du so ein Auto kaufen? Ja, okay. Ich habe ja auch jemanden fahren lassen auf der Hinfahrt und der will auch einkaufen. Aber der war vorher schon infiziert. Aber es ist dann so der letzte Kick nochmal, wenn man selber fahren darf. Okay, dann habe ich eine Meldung gehört, dass. Ja, das macht schon Spaß. Ich muss gestehen, dass ich jetzt gerade wieder nach München gefahren bin. Ich finde, dass man zu
schnell zu schnell fährt. Ja. Und man wird ja Gott sei Dank bestraft, dass man beim Verbrenner nicht so merkt, ja, weil der Tank ist ja endlos. Ne? Ja, aber eigentlich ist es tatsächlich blöd. Also ich fahre schnell, weil es ist so angenehm. Also wir haben jetzt tatsächlich die Herausforderung, weil wir waren in Sulzföhringen, dort 95% geladen, hierher gefahren und jetzt wieder bis dahin. Und es ist die Frage, ob ein Model 3 Standard Range Plus das kann. Ja, ne? Also da merkt man dann schon, man darf da nicht so drauf drücken. Man muss dann schon ein bisschen moderater fahren, weil hier ist ja dummerweise freies Fahrt für freie Bürger so ein Stück weit. Ja, ne? Das stimmt, ja. Und dann ist immer so ein bisschen schneller fahren und 150, da merkt man es dann schon, dass das Auto dann auch durchaus ein bisschen mehr verbraucht. Ja, und dann lachen die Verbrennerfreunde immer über die Reichweitenangst, aber ich finde, dass Reichweitenangst eigentlich gleichbedeutend ist mit Energiebewusstsein. Letztendlich, man hat einfach ein Energiebewusstsein. Man merkt plötzlich, dass das ja Energie kostet. Bist du eigentlich für Tempo 130? Generell so. Also oder meine maximal Frau ist dafür. Und ich wäre wahrscheinlich der, wenn sie es einführen würden, wäre es für mich wahrscheinlich gut. Aber wenn ich, Argument. Ja, aber ich meine, gut, es gibt wenige Strecken, auf denen man wirklich mal länger wirklich schnell fahren richtig, kann. Richtig, ja, genau. Ich bin auch natürlich prinzipiell bin ich zwar für irgendeine Höchstgeschwindigkeit, wie auch immer die ist, und dann natürlich eher für variable Verkehrsschilder. Was haben wir in Stuttgart, haben wir das öfters, je nachdem Stauaufkommen wird halt ein bisschen runtergebremst. Ne? Aber dieses freie Fahrt dann und freie Fahrt tatsächlich 250 oder sowas dann ist, das ist schon gefährlich, würde ich mal sagen. Ne? Und da würde ich schon sagen, da muss irgendein Limit hin. Das muss ja nicht 130 sein, kann auch meinetwegen 150 sein. Aber ich glaube, also vom Gefahrenfaktor sehe ich es eher vor allem. Und natürlich sehe ich es immer, ich bin ja hier autonom fahren unterwegs, sage, die autonomen Fahrzeuge können langsamer, viel besser autonom fahren als schnell. Genau. Ne? Und also wenn man es mal anfangen soll. Wenn du dann die Staus nicht hast und die Baustellen vielleicht auch nicht mehr so dramatisch sind, weil alles smoother geht und nicht mehr ständig überall alle stehen bleiben, dann könnte es sein, dass du trotzdem schneller anfängst. Genau. Und energetisch ist es sicherlich super. Also das wissen wir ja. Wir gucken ein bisschen nur auf die Anzeige schauen. Dann sehen wir 130 wäre super. Ne? Ja. Kommst du ziemlich gut an. Also könnte auch 140 sein. Schön, super, danke schön. Ja, schön, dass du nach Konstanz kommst. Ja, ne? Bis demnächst. Ja, ciao. Tschüss. So, wir sind jetzt hier auf dem Weg zurück und ja, in einer Stunde kommen wir an. Ist aber eher die Frage hier, wie die Energiebilanz aussieht, genau. Ja, wir kommen aber gut an hier, 45%, ja, also gar keine Sorgen machen wir mit dem Auto. Ist ja noch halb voll dann. Ja. Schauen wir mal. Nee, du hast auch geladen dazwischen, ne? Ja. Wir sind jetzt nicht mit einem Rutsch hier hin und her gefahren. Das Auto ist gerade bei knappe 90% geladen und ich klicke mal ein bisschen hier bei dir rum, Display auf Distanz und dann zeigt er uns 330 Kilometer. Ja. Was zeigt er denn bei 100%? Größenordnung? Lage bei 388 oder so. Ah, okay, also knapp unter 400, sagen wir mal so. Also irgendwie was, man würde meinen 350 real, aber wir wissen ja schon, das schaffen die Autos leider nicht. Was schafft er so real dann? Also im optimalen Fall würde ich mit 330 bis 350 rechnen. Im Worst Case sind es auch mal nur 170 oder 180. Ja. Okay, also Standard Range Plus. Ja, und merkt jetzt hier schon, erster Eindruck, es ist alles drin inzwischen. Alles, was gefehlt hat, ist doch jetzt drin in dem Auto und deshalb bin ich auch mal gespannt bei meinem Test, wie das dann ist mit so einem Auto. Das ist voll Self-Driving-Paket. Ist natürlich schon cool, ne? Also du meinst, das ist auf jeden Fall besser geworden hier seit den letzten Updates? Das Auto ist mutiger geworden und ist nicht mehr so ganz schüchtern beim Spurwechsel, so wie das vorher der Fall war bei den früheren Software-Versionen. Sieht man jetzt vielleicht auch mal, ja gut, hier gehe ich jetzt nicht rüber. So, jetzt muss ich gleich mal initiieren. Jetzt. Und jetzt geht er mal in der Kurve schön brav, ohne groß zu zögern. Flüssig rüber, manchmal ist er sogar noch rabiater. So. Hier wieder. Also durchaus jetzt schon benutzbarer als vorher. Macht durchaus Sinn und macht auch Spaß. Bietet mir schon den nächsten Spurwechsel an, unter Mad Max Einstellung.
Ja, wir sind auf Mad Max, da muss er natürlich öfters das machen. Genau. Gut. Und führt uns jetzt mal wieder zurück. Oder ich kann also was selber initiieren, indem ich jetzt den Blinkersatz einraste und rüberfahre. Man muss aber kurz am Lenkrad schon nochmal drücken. Genau. Das ist weiterhin so. Das ist ja in den USA, brauchen wir das nicht. Das ist aber bei uns die Vorschrift. Schon dieses United Nations European Community. Aber man sieht hier deutlich, dass er die Zeiten wohl einhält. Ja. Dass das auch mit den schärferen Regelungen jetzt durchaus hier in Deutschland auch funktioniert. Genau, die Abbrüche sind viel, viel weniger geworden. Also vor 3 Softwareversionen noch war es so, dass also ständig Abbrüche kamen wegen Zeitüberschreitung oder er hat sich nicht getraut, weil ganz weit hinten irgendwo ein Auto in Sicht war. Und da ist er jetzt mittlerweile also sehr, sehr mutig geworden. Nicht gefährlich, sondern so, wie man sich es eigentlich vorstellen könnte, dass es funktioniert. Steigt. Er fährt selber die Ausfahrt, man glaubt es nicht, aber er sieht gefährlich aus. Ja. Als Polizist hätte ich mich jetzt angehalten. Ja, er sieht echt gefährlich aus. Und da hat es auch schon einen irgendwie... Das war auch ein Tesla-Fahrer vermutlich. So. Jetzt schaltet er ab, aber er fährt weiter. Mal schauen, mal sehen, ob wie gut hier die Spur ist. Oh. Ja. Er hat sich selber auf 60 begrenzt hier und mal schauen, da vorne müsste er sicher sogar noch weiter runterfahren und fast anhalten. Tut er auch. Keiner hinter uns, alles gut. Aber er hält nicht richtig an. Ich bin bremsbereit, ich bin bremsbereit, aber nicht. Nein, er hält nicht an. Er hält nicht an und fährt natürlich auch nicht dahin, wo wir hinwollen. Ja, aber soweit ist das schon mal. So viel funktioniert das autonome Fahren hier bei Tesla tatsächlich schon. Und wir fahren jetzt zum Supercharger. Ah, deiner macht auch eine Vorkonditionierung hier. Ja. Habe ich vorhin gar nicht gesehen, aber das auch macht, genau. Übrigens sehr extrem. Auf der Herfahrt hat er mir schon kurz nach dem Kreuz A8, A81 hat er schon vorkonditioniert. Scheinbar 60 Kilometer weit. Genau, zeige Rückkamera, geht ja doch. So, heute ist nichts mehr los, heute Nachmittag hier. Kurz nach Mittag. Stecken wir mal hier ein, warten noch auf den Sergej. Der kommt auch gleich, der muss ein bisschen langsamer fahren, der hat nicht mehr so viel Saft drin gehabt. So, dann kommt der zweite. Aber so weit weg, also das haben wir die maximale Ladeabstand hier. Da kann nichts schief laufen. Da muss jeder 115 kriegen. Also Ladebattle, was kriegt ihr denn so hier? 137 zu 67. 67. Ich bin aber halb voll. Ja, du bist halb voll, okay, deshalb. Aber das hier ist gut. Ja. Der war ziemlich weit unten, ne? 18%, okay. Mhm. Wir sind irgendwie 50% schon wieder fast. Schon wieder. Man sieht es kaum. Aber gut, ja. Der maximale Ladeabstand hier, und das nützt schon was, ne? Schnell was essen. Niemand da. Ja, wir müssen jetzt schnell was essen, sonst ist Auto schneller fertig als wir. Ja, wir kriegen schon wieder Blockiergebühr. Also wenn wir demnächst hier sogar nur 15 Minuten laden dürfen, können, müssen, dann muss man noch schneller essen. Da gibt es Umsatzeinbußen bei McDonald's. Ja, aber es ist ja Fast Food, heißt ja schon so. Wir müssen unterwegs bestellen, ne? Damit wir noch genügend Zeit haben. Ist keiner gekommen, wir sind fertig, wir fahren weiter. Wir fahren zurück. Zack. Warum waren wir eigentlich so schnell? Weil wir es können. Genau. Das war ein Performance-Modell eigentlich. Der kann nicht so schnell, sonst hat er einen Akku. Okay. So, wir fahren jetzt zu unserem nächsten Ziel hier. Und das ist, seht ihr mal hier, bei Göppingen. Oh, er will da eine Abkürzung fahren. Auch interessant. Na gut. In Sindelfingen rumfahren, sehen wir natürlich auch Mercedes R-Könige. Was ist das? Nee, wisst ihr nicht. S-Klasse. Aber nichts elektrisch, oder? Plug-in-Hybrid vielleicht. Starterbatterie. Oder gar nichts. Navigate on Autopilot auf hier dieser etwas komplexen Strecke hier. Ich würde es eigentlich nicht wagen, aber gut. Interessant. Er will rüber. Geht jetzt nicht. Warum auch immer. Jetzt soll es gleich gehen. Ich habe immer so ein bisschen das Problem, dass er ziemlich spät das immer erst machen will. Er zeigt aber was völlig anderes noch. So, das hätte er früher nie getan, in so eine kurze Lücke reinzuziehen. Das macht er jetzt einfach. Das ist schon nicht schlecht, genau. War okay, für niemanden eine Gefährdung, aber
Jetzt macht er selber gerade, oder? Er wollte da, glaube ich, raus auf die Busspur. Das war natürlich nicht so gut. Wir nehmen mal das Lenkrad näher in die Hände. Ja, genau. Sicherheit hier. Safety first. Ist jetzt auch gefühlt durchaus langsamer geworden. Und er zieht raus. Das passt. Ja. Na, er findet die Spur dann schon wieder. Da habe ich die Schlangenlinie. Das ist tatsächlich eine interessante Abfahrt hier dafür, richtig. Ja, aus der S-Klasse kommen Abgase raus. Ich sehe es deutlich. Eindeutig. Diesel sogar. Neueste Diesel wahrscheinlich. Synthetischer Diesel. Ah, der will auch hier rum. Neuer Blinker hat er auch. Und jetzt Diesel ja davon. Ja, das ist noch ganz Wasserstoff. Schlecht. Wasserstoff. Ganz schlecht eingestellt hier. Wasserdampf, ja, ja. Aber hier kann man schon mal sagen, klarer Fortschritt. So gut hat er das bisher noch okay nie gekannt. Ja, das entgeht mir alles, das kann ich alles nicht testen. Auch jetzt wieder sehr knapp, der Mercedes hinter uns, passt aber. Mhm. Da sieht man gar nicht genau. Da ist einer. Hier im, der Darfschlag hat da scheinbar leider keinen davon. Ja, ist sehr komplex, er muss mehrmals die Spur wechseln, bis er da auf irgendwas kommt. Alles richtig. Also, es geht mehr als man denkt. Man muss nur sich selber trauen und dem Auto das zutrauen. Und der Mercedes macht es lieber hier als Rechtsüberholer. Genau. Geht natürlich auch. Also habt ihr nochmal Live-Vorführung hier von Navigate on Autopilot in einem Standard Range Plus. Es geht alles in den Autos. Ja, es ist bloß ein kleinerer Akku drin, haben wir das Gefühl. Eindeutig. So, müssen wir alles umladen und dann ist hier unser schönes neues Auto. Dies hier nämlich. So, tschüss hier. Und bei uns geht's so weiter. Jo, seid gespannt auf die nächsten Videos hier mit dem blauen Standard Range Plus von diemobilisten.de aus Heiningen bei Göppingen. Ja. Auch hier könnt ihr einen Rabatt bekommen. 20% auf die erste Buchung. Und ich bin gespannt hier auf dieses Auto mit dem doch etwas kleineren Akku und etwas anderen Ausstattung vielleicht. Das gucken wir uns aber an. Was sind die Unterschiede zum Standard Range Plus? Bin selber sehr, sehr gespannt darauf. Autopilot funktioniert auf jeden Fall schon mal. Jo, und das ist das Ende. Da steht er vor der Tür. Seid gespannt auf viele neue Videos und erstmal vielen Dank hier fürs Zuschauen und tschüss. Ja, das ist schräg. Ja, das ist schräg. Ja, das ist schräg.